Ja, und damit herzlich willkommen zu einer Aufnahme. Need for Speed Underground 2, ja. Das ist schon unsere zweite Aufnahme insgesamt. Und zwar die erste ist ein bisschen... Oh, die ist ein bisschen in die Hose gegangen. Hier ist ziemlich eng, tut uns leid. Aber wir haben bessere Verhältnisse. Und es hat das erste Mal richtig viel geruckelt. Das haben wir jetzt ein bisschen runtergeschraubt. Ich hoffe, bei der zweiten Aufnahme ist es dann noch sehr viel besser. Ich habe alles versucht zu löschen, was zu löschen geht. Aber natürlich möchte ich auf meinem Computer auch selbst Spiele drauf haben. Und außerdem, dieser Wagen ist nicht unser Wagen. Yo, Rachel, ich habe hier ein paar Renninfos für dich. Und wir werden noch ein paar Daten löschen von seinem PC. Ja, ich habe da gerade mal heimlich getrunken. Muss sein, das ist immer, ja. Das ist sehr wichtig, trinken. Vor allem, weil irgendwann die Stimme weg ist. Ja. Ich habe letzte Aufnahme ganz schön scheiß gebabbelt. So TomTom GEMA, ne? Ich habe die TomTom und GEMA in allerhöchsten Tönen einfach nur gelobt. Ja, TomTom ist ja wirklich gut. Am Anfang waren sie ein bisschen verpeilt, aber jetzt richtig gute Navigationsgeräte. Das sollte jetzt keine Schleichwerbung sein. Ja. Oh, cool. Oder fährst du einfach mal. Außerdem, wenn du Nitro hast, das ist jetzt bei... Rachel, alles klar? Hab gehört, dass in Fort Union einiges los sein wird. Den genauen Ort habe ich noch nicht ausgemacht, aber du findest es schon. Meine Jungs sagen, das wäre ein einfaches Ding. Vielleicht willst du ja mitmachen. Ja, wir wollten ihn nicht unterbrechen, aber auf jeden Fall, du hast jetzt Nitro. Und du wirst es auch noch bei deinem neuen Auto haben. Das hat man so Anfang des dritten Levels, glaube ich, kann man sich, oder schon früher, braucht man aber Geld. Und ich glaube, mit 25 Euro in der Tasche klappt das nicht sehr gut. Und dafür bekommst du nichts. Und wenn du da Verkehrsunfälle baust, dann steht da minus 27 oder so. Hast du bestimmt auch schon eben gesehen. Dann verschlechtert sich dein Nitro. Er kann sich aber auch durch Drift und wenn du knapp an einem Auto vorbeifährst, verbessert er sich. Oder im Windschatten fahren, das geht natürlich auch. Aber nicht bei normalen Autos, nur bei deinen Gegnern. Das war ein bisschen laut, glaube ich. Ich habe gerade mein Glas auf den Tisch gestellt. Fahr einfach gegen jeden Zaun, das macht voll Sinn. Ja, es ruckelt jetzt doch schon ein bisschen. Jetzt ist nach 3 Minuten. Durch meine super Kenntnisse auf Goggle habe ich ein Programm gefunden, wie man dieses Video bearbeitet. Ja, nämlich bei der ersten Aufnahme ging das überhaupt nicht. Denn wir hatten irgendwie Abi und bei mir konnte man das Video sehen, also ohne jetzt unsere Stimme, und bei ihm war dann halt nur eine Tonspur. Das hoffentlich hat sich jetzt geändert, sonst wird ihr uns nie hören. Wenn, dann hört ihr uns in der dritten Aufnahme. Ja, du solltest schon den Shop betreten. Was eine Scheiße. Ja, fahr einfach rein. Zum ersten Mal waren es über 20 FPS. Wow, das ist, aber jetzt... Ja, eigentlich, die kann man wegmachen. Die ist nicht schwer. Also, jetzt zur Autoauswahl. Das haben wir in der ersten Aufnahme heimlich gemacht. So, wir sind bei knapp 4 Minuten. Muss ich kurz drauf gucken. Das beste Auto am Anfang ist... Ups, wo ist es denn? Hallo? Warte. Nein. Das sieht cool aus. Das sieht gar nicht cool aus. Das. Allerdings gibt es andere Autos, die sich dann verbessern. Mehr verbessern. Okay. Allerdings, das würde ich wirklich dann damit, wenn man das richtig aufgemotzt hat und noch was dazu gekauft, wie ich jetzt habe bei meinem Profil, dann ist das wirklich richtig cool. Und ich sehe gerade, wir haben 40 FPS gerade gehabt hier. Das mal wir auch nicht fahren. Das ist krass, ich bin eher so der Techniker hier, ja. Ja, ich, ja, du, ne? Ja, also ich würde kaufen jetzt. Handling sehr gut. So gut war er bei mir noch nie. Ich weiß nicht, warum er jetzt auf einmal so gut. Du hast 50 Euro. Das reicht für ein Auto. Guck mal. Ja. Gut. Und jetzt merkst du gleich, du hast keinen Cent verloren. Du hast ein Auto für 0 Euro gekauft. Das ist fast unglaublich. Warum? Weiß ich nicht. Irgendwie, es ist glaube ich kein Spielefehler, aber irgendwie kann man kein Geld verlieren. Wahrscheinlich hast du jetzt 5 Euro verloren oder so. Das ist
auch sehr gut, wenn ihr selber mal... Ja, 50 Euro. Schwing dich in deinen Wagen und komm zu meiner Garage. Die Straßen sind eh leer gefegt und kein Rennen in Sicht. Wage es nicht, mich wieder warten zu lassen. Bis nachher. Und alle, ich möchte dir noch was zeigen. Eben hast du so schön geklippt. Wenn du hier auf F3 gedrückst, hier sind SMS, würde ich sagen. Kannst du immer, das wird hier immer angezeigt, ob du neue SMS hast. Kannst du draufgehen? Ich habe Geld bekommen. Manchmal sind es genauso wie die Anrufe einfach nur Scheiße. Und manchmal sind die wirklich nutzlos, wollte ich jetzt schon sagen. Von Nutzen. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt irgendwas da... Das müssen wir jetzt nachher schneiden. Wir hatten kurz Besuch bekommen, würde ich sagen. Und tja, da mussten wir kurz stoppen. Wir waren nochmal Pause. Was machst du denn jetzt? Wir waren nochmal Pause bei F10. Wir müssen hier kurz was besprechen, so intern, ne? Und übrigens, wenn ich selber mal Let's Play macht... Es ist schwer. Nimmt eine Stoppuhr. Ja, eine Stoppuhr ist immer, denn letztens in der ersten Aufnahme hatten wir so, dass wir 2 Minuten hatten, wo nicht aufgenommen wurde bei unserer Aufnahme. Kann ja immer nur 10 Minuten und dann müssen wir neu starten. Und halt im Spiel und da hatten wir halt 2 Minuten vergessen. Und ich so, ja, sind bestimmt nur ein paar Sekunden. Am Ende waren es doch 2 Minuten, das habe ich beim Video angucken bemerkt. Zum Glück ist das jetzt nicht auf YouTube. Und jetzt, wir sehen dann auch bei der Stoppuhr, dass es wann die 10 Minuten überschritten. Das, mal so, das hängt wieder ein bisschen. Ja, wenn ihr jetzt denkt, dass das, hier, was ihr jetzt seht, vom Hängen her so schlecht ist, nein, es war vorher noch schlechter als jetzt. Genau. Ja? Wobei, manchmal hängt es wirklich ein bisschen, aber manchmal bisschen fies. Manchmal sind es auch 30 FPS. Ja, und nee, das mache ich jetzt in der zweiten Folge. Ich möchte noch auf was hinweisen. Das müsst ihr euch zu Herzen nehmen. Das kommt dann in der zweiten Folge. Oder also schön dranbleiben. Nein, es kommt noch in der ersten, aber am Ende hin. Wir haben halt jetzt nur 10 Minuten Aufnahmezeit. Ich werde nach diesen 10 Minuten kommen. Und wenn wir 15 Minuten Folgen machen, dann wird es so gegen Ende der ersten Folge machen kommen. Machen so circa 13 Minuten. Ja, 13 Minuten hört sich gut an. Dann fahre ich wieder aufs Auto drauf. Dann können wir ja, hier knapp schon vorbei. Ja. Oh, hast du gerade gesehen, wie schnell das gerade ging? Wow. Oh, wir sind bei 8. Aber die OG-Geschwister müssen quasi vorziehen, und dann zurückziehen. Wir gucken wir. Hey, F9, okay. Wir sehen, jetzt läuft es eigentlich auch gerade so ein bisschen. Ja, jetzt läuft es eigentlich sehr gut, würde ich sagen. Wenn man den Vergleich nimmt, oh, ne? Oh, ich muss ja da rein. Ups. Man spricht nicht mit Capri-Sonne im Mund, mein Lieber. Capri-Sonne-Suchti haben wir hier, ne? Hat auch noch ein Glas neben sich stehen, aber er entscheidet sich für die... Oh, ja. Scheiße, ja. 20 FPS, scheiße ist das Spiel. Na, er entscheidet sich für die Capri-Sonne, nicht für das Glas. Was ich aber komisch finde, auf, ist irgendwie, es ist am meisten FPS, wenn man um die Kurve fährt. Ja, das wäre dann bei Rundkursen ganz gut, dann hängt es nämlich nicht. Was hast du denn jetzt gemacht? Ich bin in die Garage reingefahren, so wie es befehlt wurde. Warum? Keine Warum Ahnung. Bist du in die Garage reingefahren? Die Mutter hat gesagt, ich soll in das Ding da rein. Gut, dann kann ich jetzt noch ein bisschen was zeigen. Und zwar hier Wagen aus Wald. Ja, du hast ein Schloss als Wagen. Das ist. Nein, da kannst du dann die Wagen auswählen. Und hier kann man Teile wechseln. Hier kann man ein Leistungstuning, einen Prüfstand machen. Und da kann man die Bremen ansehen. Hier kannst du die Zeitschriften, DVD-Cover. Habe ich ja schon nett. Und die Sponsoren bekommst du im zweiten Level. Da hier kannst du speichern, zurück zum Hauptmenü. Ist alles unwichtig. Speichern wollen wir manchmal und zurück zum Hauptmenü nie mehr. Wir nehmen jetzt die nächsten 5 Jahre unseres Lebens nur auf. Gehen nicht mehr zur Schule, kein gar nichts. Ja, und ich muss jetzt aufpassen auf die Zahl. Die wird nämlich gleich grün und dann sehen wir. Nein, das geht ja noch weiter. Ja, also bei euch geht's weiter, bei uns hört es kurz auf.
Das ist aber geil. Okay. Das ist jetzt, scheiße, weil es kann jeden Moment aufhören, aber wir wissen nicht wann. Oder ob es überhaupt mal aufhört. Irgendwie, wenn wir einstellen. Ah, weißt du nicht mehr, dann nach den 10 Minuten direkt eine neue Aufnahme. Vielleicht ist es jetzt eine neue Aufnahme. Weil in den Tests war nie eine neue Aufnahme. Du hast doch bei den Minuten auf 0125 da geändert. Du hast irgendeine Zahlen eingegeben. Tja, oh. Diese Folge geht 1205 Minuten. Freut euch drauf. Nein, natürlich nicht. Das war eine ungültige Zahl. Schick ich dir eine SMS. Pass auf, solche Fahrt geht schnell. Ich sing mal ein bisschen mit, ne? Also in der, da stand, es war eine ungültige Zahl, also zählt es nicht. Und jetzt ist jetzt nur Scheiße. Aber egal, wir werden es ja dann sehen. Ja, bis später. Und außerdem, er wird dir nie eine SMS schicken. Er wird dich dauernd anrufen. Ey, ich hab mal gehört und so, so voll, voll geiles Rennen, so im Bacon Hill. Wo ne? muss ich denn hinfahren? Das frag ich mich auch. Du kannst. Wir gehen hier mal in die Map. Du kannst ja jetzt ein Rennen aussuchen. Entweder den Rundkurs, den Sprint, den Street X, den Track, den Rundkurs. Ja, den Rundkurs. Der dauert ein bisschen lang, tut uns leid. Aber jetzt geht's ja auch schneller, weil es hat sich in der Ja, trotzdem. Und wir werden jetzt noch hinfahren und im zweiten Let's Play seht ihr dann das Ding. Hoffe ich. Wenn wir nicht schon wieder 5 Minuten verpassen. Wie ist uns immer passiert? Kann ich eigentlich auch hupen? Weiß ich nicht. Schreibt's in die Kommentare, kann man hupen? Und ich meine nicht die Hupen bei Frauen, ich meine jetzt andere. Weil es gibt ja manche Hater so, ich will sie nicht Hater nennen, aber die dann irgend so Scheißkommentare. Also sowas mag ich persönlich gar nicht. Ich bin jetzt mal still. Gut, dass ihr das nicht gesehen habt, was ihr gerade macht. Das ist wirklich. Schwul mich doch nicht so an. Bei South Park. La. Scheiße! Nimm deine Hand von mir runter! Seine Hand so ein bisschen. Nein! Oh, du Spack! Ups! Da ist uns das Mikrofon kurz mal runtergerutscht. Nein! Das ist halt live, auch wenn wir gerade nicht. Doch, wir sind gerade live, aber ihr seht das nicht live. Ich würde jetzt mal sagen. Der rubbelt. Nein, ich sag's am besten jetzt nicht. Also, ich schalte jetzt hier mal an und wir speichern jetzt mal den. Wir sind jetzt knapp bei 13 Minuten und ich denke, das reicht jetzt erstmal fürs. Du musst. Nein, nicht zurück zum Hauptmenü, das ist böse. Zum Explorer? Na, zur Garage. Die nächste, weiter. Und dann spornst, kann man spornen sagen? Dann spornst du nämlich gleich wieder an dieser Stelle und wir machen nach 13 Minuten 32 super Zeit. Speichern wir jetzt mal und verabschieden uns aus der ersten Folge. Eure Jungs von C2LP. Bis bald! Tobias und Marcel! Tschüss!